Bin ich ja mal gespannt. Was haben sie uns da für uns vorbereitet? Oh, eine Tür, die langsam aufgeht. Was ist denn hier drin? Nichts? Finde ich klasse. Wenn der nächste ist, dann... Pff, aha. Was soll dann passieren? Ein paar Tomo... Oh! Energietränke. Genial, und? Aha. Ein Langschwert. Oh, okay, Feuerball. Einfach in die Fresse schießen und dann bist du tot und der Bastian macht hey. Wenn er einen Geistlichen vom Bart will, macht er hey. Wenn er die Fresse sauber machen darf, dann macht er auch hey. Wenn er der Meinung ist, dass die Fresse nicht sauber macht, dann macht er auch hey. Naja, gut, weiter geht's. Okay, töten. Ja, ihr habt ein sehr schönes Zeichen an euch dran. Ihr seht wundervoll aus mit eurem Umhang. Aha. Nein, nicht aha. Das ist nur eine Tatsache. Alles aufsammeln. Alle gelben Tränke gehören dir. Okay. Also Langschwert nehmen wir mit. Sehr gut. Und jetzt klettern wir mal wieder hier hoch. Und hier erwartet uns irgendwie nichts. Außer diese Tür. Und diese Tür kennen wir ja, glaube ich, schon. Jupp. Ist eine Geheimtür. Ja. Die man sonst nicht erkennen kann. Also es ist ein geheimer Weg gewesen mit den ganzen Tränken dort. Ja, kann ich irgendwo verstehen. So, jetzt können wir auch wieder zurückgehen. Das war's gewesen mit diesem Dungeon. Ja, das war eine ganz schnelle Sache. Man muss hier nur einmal schnell durchrennen, das war's. Aber ich kann euch ja noch die anderen Wege zeigen, wie man noch zu unserem lieben Spritzediebe kommen kann. Also es ist ja allgemein schon eine Schwierigkeit, immer diese ganzen Geheimnisse hier aufzudecken, muss ich nochmal dazu sagen. Also ich meine jetzt einfach so irgendwelche Wände anzuklicken, damit hier Türen aufgehen. Die Leute hatten auch noch damals eine ganz andere Einstellung zu spielen gehabt, wie sie spielen müssen. Heutzutage geht man ja alles vor, ja... Ja, sagen sie anscheinend immer alles. Da, hier musste man noch richtig rausfinden. Hier waren wir auch noch richtig kreativ gewesen zu diesen Zeiten. Aber leider ist das so ein bisschen abgestumpft. Ja, das ist echt ein bisschen abgestumpft jetzt mit der Zeit. Mit den neuen Spielen. Ja, da kann man nichts machen. Außer vielleicht einen Feuerball auf Ratten schießen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Es ist genauso, als würdet ihr Fliegen jagen, was ist ich wo, in eurer Küche. Ihr würdet Fliegen jagen in eurer Küche und würdet sie mit einem Feuerball abknallen. Was ist denn das? Voll brutal. Das gibt's gar nicht. Was ist hier? Hier ist ein Ausgang, oder? Nee, hier ist ein Brunnen. Oh, hier werden Zauber, hier werden Trefferpunkte wiederhergestellt. Ja, das nutzen wir uns mal aus. Müssen wir wenigstens uns nicht heilen. Sehr gut. Dann leben wir wenigstens wieder. Können wir hier jetzt weiter? Okay, hier ist aber nichts, nichts wirklich. Hier ist, es ist gelb. Also kommt da wer? Hallo. Wir können alle sterben gehen. Du Geistlicher, du hast auch nicht gerade viel Energie. Du hast immer irgendwelche Fäuste im Kopf. Und schießt sonst mit Blitzen und bist tot. Juhu. Das ist gut gelaufen. Jetzt müssen aber echt bald alle tot sein. Leider sind wir überall durchgelaufen. Wir waren noch nicht im ganz großen Raum. Also, oh Gott. So viel zum... Wir sind... Hat da gerade jemand mit Gift geschossen? Okay. Das war irgendwas anderes gewesen. Eigentlich das, was ich dachte. Alle aus dem Weg. Riesenratte, Ratte. Ja, Ratte. Ihr seid alles Ratten, Ratten, Ratten. Ihr müsst alle sterben. Ho, 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 ho. Guck mal, wie viele Ratten da kommen. Das wird lustig. Wisst ihr, was man da macht in so einer Aktion, in so einer Situation? So viele schwache Gegner. Zeigt es ihm Akrobastian Inferno. Hey, wollte ich dazu sagen. Alle Ratten, kommt zu mir. Das ist das ultimative Kämpfe zwischen uns. Einmal durchrennen. Ja, sehr klasse. Dann drehen wir uns gleich um und machen ein schönes Inferno. Umdrehen. Jetzt gibt's Bums. Bums gegen euch. Gegen eine Armee von Ratten. Das sieht aus wie eine Kegelbahn. Oh, da leben noch welche. Manche haben überlebt. Aber nicht lange. Nicht lange. Alle sind zu tot. Außer er. Er bleibt noch am Leben und will unbedingt nochmal verbrannt werden. Ich bin so brutal. Das ist so echt brutal. Ich hab sie alle umgebracht. Das war natürlich ein netter Raum gewesen. Tja, normalerweise kommt man hier anscheinend früher hin. Aha. Normalerweise. Warum, was ich aber irgendwie auch nicht verstehe. Oh, da läuft mir eine Ratte. Verstehen die, warum man hier früher hinkommen soll? Das ist irgendwie ein bisschen doof, weil ich meine, Free Haven, das ist voll mit schweren Gegnern. Und nur diese Kanalisation ist total einfach. Muss man einfach so sagen. Also ich glaube, diese Kanalisation ist sogar noch fast einfacher als der Tempel von Bar bei Burg Iron Fist. Ja. So würde ich das sagen. Also ich finde das hier einfacher als Burg Iron Fist, der Tempel von Bar. Die Kanalisation hier. Das ist wirklich eine Herausforderung. Obwohl ich immer noch nicht verstehe, warum hier so wenig Gauner sind, aber so viele Priester und Geistliche und Messdiener. Was machen die hier in dieser blöden Grütze? Oh Gott. Das wäre wirklich noch eine Wahnsinn. Ah Gott. Gauner. Da seid ihr endlich. Wollte schon gerade sagen, wo bleibt ihr? Ja, aber jetzt seid ihr wieder da. Ich freue mich. Geh wieder trotzdem weg. Du kommst hier noch nicht mal an. Ja, wisst ihr noch, als das starke Gegner waren? Diese Zeiten sind vorbei. Diese Gegner sind nur noch ziemlich schwach für uns. Da müssen sie schon in den Haufen kommen, damit sie uns irgendwie gefährlich werden. Aber jetzt verschwindet ihr erstmal alle. Ihr seid alle tot.
Jetzt auf jeden Fall. Hallo. Ist hier ein Ausgang? Oder ist hier irgendwie ein Geheimgang? Oder ist hier überhaupt irgendein Gang? Gang? Tja, wir könnten jetzt natürlich noch diesen geheimen Schlüssel suchen für die Schatzkammer, aber ich glaube, das ist wirklich nicht mehr wichtig, weil da ist eh nur wieder Ramsch drin, wie die Händler hier sagen würden im Spiel. Tja, das ist erstmal soweit zu meinem Magic gewesen. Ein kleines Durchrennen durch diesen Abwasserkanal, mehr nicht. Mehr brauchen wir nicht zu machen, aber wir könnten ja nochmal den Auftrag abgeben. Wo überhaupt? Das muss ich mal kurz nachschauen. Lord Anthony Stone, im Burgstone, Lord Anthony Stone. Wo war der nochmal? War der nicht im gefrorenen... Ach Gott, der ist nicht im gefrorenen Hochland, oder? Ach Mann, wo soll ich den Typen denn ganz mit hinschleppen? Als wenn das irgendwie... Mein Gott, was wäre. Schön, dann nehmen wir uns doch mal eine Kutsche und reisen los. Brauchst du ein Pferd? Nach Darkmoor, nein. Darkmoor ist im Sumpf der Verdammnis, oder wie auch immer das heißt, wo ich auch noch nicht einmal gewesen bin, komischerweise. Los. Brauchst du ein Pferd? Silvercove, das hört sich gut an. Hier ist so ein Silvercove, muss ich nach, was weiß ich wohin, zu Wildcap Brauchst oder... Brauchst du ein Pferd? Ach Gott, nein. Geh woanders hin. Nein, wir wollen woanders hin. Merkt ihr die Ausdauer in meiner Mannschaft? Ah, jetzt haut ihr mal raufzugehen. Sie halten zum Teil, halten sie sogar schon mal 2 Tage durch, ohne durchzudrehen. Ich bin echt wirklich stolz auf sie. Schlafen. Also entweder klappt das jetzt gleich hier. Nö. Anscheinend nicht. Das wird nicht so klappen, wie ich will. Das wird nicht so klappen, wie ich will. Ich warte hier schon eine ganze Woche drauf. Vor dieser blöden Scheißstube hier. Blöden Stall. Aber es wird einfach nichts. Hey, aus dem Weg. Hier werden wir so. Oh Gott. Nein, wir bewegen uns jetzt Richtung gefrorenes Hochland. Muss ich da wohl hinfliegen? Da habe ich keine andere Wahl. Aul aus dem Tisch. Dankeschön. Einmal kurz hier die Druiden umbringen. Ja, auch sehr schön. Und einmal gefrorenes Hochland. Jetzt. Ich weiß, dass du hier wohnst. Oh Gott. Jetzt sind ja schon diese Verrückten. Oh, au. Ah, Hier, nimm mal mit Meteoritenregen. Na gut, es bringt hier nicht sehr viel. Das ist gegen schwache Gegner effektiver. Ich fahre mal ein bisschen hoch und runter. Okay. Mit Meteorregen. Ja. Okay, ich schieße einfach so lange Meteorregen auf sie runter, bis sie sterben. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe ja eh genug Energie. Meteorregen. Ja, alle sterben sie. Sogar diese riesige Gegnerhorde. Sie ist nicht mächtig. Gegen ein Feuer, Meteoritenregen, irgendwas. Aua, ist ja gut. Noch mehr Meteoritenregen. Oh Gott. Nur die Hundenführerin. Sie bleibt standhaft, weil sie einfach verdammt stark ist. Ah, Gott. Ihr könnt auch einen Meteoritenregen direkt vor eurer Nase abfeuern, ohne selber getroffen zu werden, indem ihr einfach hochfliegt. Meistens werdet ihr dann selber nicht getroffen. Ja. Ja, sonst haben diese Meteoriten auch noch einen Flächenschaden. Die der Feuerball auch. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, ich fahre ein bisschen hoch und runter, aber es bringt nichts. So, die Hundführerin haben wir getötet. Das ist ja schon mal was. Und ich glaube, bald können wir auch mal versuchen, den Drachen töten zu gehen. Was ja als Paladin zu Kreuzritter, ja, glaube ich, wichtig war, wenn man zum Paladin zu Kreuzritter werden möchte. Tja, bald können wir ganz schön viele Beförderungsaufträge machen. Wir werden die ganze Zeit abgewandt von irgendwelchen Feuerbällen. Das finde ich nicht mehr witzig. Wehbar. Ihr seid so dreist. Ihr seid so dreist. So, Schutz vor Feuer erstmal. Jetzt wird ihr erstmal kaputt gehauen. Egal wie. Egal wie. Hier müsst alle sterben. Es hört sich krank an. Es hört sich wirklich krank an. Aber was soll man sonst in diesem Spiel verspüren? Was macht sie da? Sie hat die ganze Zeit eng einen Schuss gemacht und sie konnte sich nicht entscheiden, wie sie treffen möchte. Hier, nimm mal einen Feuerstrahl und dann geht's dir besser. Oder auch nicht. Hey. Tot. Ärgerlich. Da ist aber noch eine. Da ist die nächste. Wir können einmal Eile aktivieren. Eile-Modus. Jetzt locken wir die noch schneller weg. Ja. Wir sind so schnell. Wir glauben das fast gar nicht. Und Eide hält sogar eine Stunde und 6 Minuten. Na klasse. Tot. Hallo, wo ist die nächste? Hallo, wir haben noch ein bisschen mehr Eide. Das kommen wir mal auf dich zu. Sehr schön. Jetzt noch das ganze schöne Geld einsammeln. Oh, wir haben sogar einen Hut bekommen. Wie nett. Ein Hut von einer Amazonenführerin. Leider nur ein normaler Stoffhut. Der uns nichts bringt. Nahrung? Du findest 3 Nahrung und einen Ring. Ein Glitzerring, der auch nichts bringt. Ärgerlich. Schön. Das macht mir ja Spaß, wenn man Sachen findet, die man nicht gebrauchen kann. Sehr, sehr schön. Falle 6. Okay. Keine Note 6, aber 6 Fähigkeitspunkte. Schön. Halt!
Bitte hier, Stone. Hier ist der Prinz der Diebe. Da hast du ihn. Oh, mein Freund, du bist mit dem Paket zurückgekommen. Es war wirklich 10.000 Gold, okay. Hier ist deine versprochene Belohnung. Du hast meine volle Unterstützung und Rat. Zum Prinzen gewandt. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Ich habe einen Raum im Verlies für dich vorbereitet. Wachen, bringt ihn weg. Yeah! Der Prinz der Diebe wurde eingesperrt und wir haben den Hohen Rat schon wieder eine Stimme eingebracht. So, jetzt würde ich mal sagen, 2-4 steht es für uns schon mal. Das wird sich bald auf 6-0 für uns ändern. Aber bis dahin wird sich noch einiges tun müssen, denn es folgen noch schwere Aufträge, noch schwerere Gefahren, noch schlimmere und riskantere Aktionen, die ich vollführen muss, um hier weiterzukommen. Tja, bis zum nächsten Mal dann bei meinem Magic 6. Ich bin der komische Typ, der das Ganze hier leidet, Chainsman 16. Und ich sehe euch dann nächstes Mal bei dieser nächsten Blogaufnahme. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß heute wieder gehabt. Bei Fragen, fragt sie einfach. Wenn sie zu bescheuert sind, kann ich sie einfach nicht beantworten. Aber wenn sie doch schon ernst gemeint sind, dann beantworte ich sie natürlich gerne. Ich freue mich darauf, dass, falls ihr was sagen wollt, falls ihr eure Meinung äußern wollt, dann tut das einfach. Und sonst behaltet sie für euch, was natürlich sehr schade wäre. Schön, bis zum nächsten Mal. Ciao, 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 ciao.